Ja, also hallo, ich bin René Hein. Im Sächsischen Landtag für unsere AfD-Fraktion Sprecher für Jagd, Wald und Forst. Und wir befinden uns hier in Lichtenhain und schauen uns zum Stand heute. Heute ist der 2. August. Die Lage im Nationalpark Sächsische Schweiz in Bezug auf das Brandgeschehen an. Wie Sie erkennen, ist die Lage deutlich besser geworden. Es ist weniger Rauchentwicklung zu sehen. Die Hubschrauber kreisen immer noch. Es ist ein sehr beeindruckendes Bild, wie die Hubschrauber in der Elbe das Wasser aufnehmen und dann an die entsprechenden Brandherde bringen. Dann erkennt man noch so teilweise, wie dort noch Brand bekämpft wird. Das Brandgeschehen hat sich wahrscheinlich mehr in den Untergrund verlegt. Dort werden noch Glutnester sein und das wird jetzt noch bekämpft. Das Problem hier in dem Falle ist natürlich komplex. Im Nationalpark Sächsische Schweiz haben wir natürlich wie überall eine durch die letzten Jahre sehr weit zum Tragen gekommener Befall von Borkenkäfer. Man erkennt sehr gut an den trockenen Nadelhölzern, die hier im Vordergrund, auch im Hintergrund sind, dass sehr viel Totholz hier im Wald steht, was natürlich das Brandgeschehen sehr begünstigt. Wie Sie vielleicht wissen, wird im Nationalpark das Totholz ja nicht entsorgt, das Borkenkäferholz, sondern es wird ja in der Regel belassen. Das macht auch für die Biodiversität durchaus Sinn, ist natürlich im Sinne des Brandgeschehens jetzt momentan sehr problematisch. Man erkennt sehr gut dort an den Hängen im Endeffekt das Dürreholz und wenn dann im Endeffekt der Brand ausbricht, wird es definitiv problematisch. So, wir hoffen, dass der Brand, der die letzten Tage hier wütete, langsam abklingt. Ich denke, dass das auch im Endeffekt den Kameraden und Kameradinnen, die hier natürlich an der Feuerfront, ich möchte es mal so nennen, sehr gute Arbeit geleistet hat, zu verdanken ist. Hier in dem Fall kann ich auch immer wieder appellieren, die gerade auch freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen auf kommunaler Ebene. Ich weiß, dass wir in meiner Kommune, wo ich Kommunalpolitiker auch bin, dort der Feuerwehr sehr große Unterstützung liefern. Aber ihr wisst selber, in der Regel ist es nicht genug. Und in dem Falle ist es auch, denke ich, gesellschaftliche Aufgabe, hier mehr und besser für die Arbeit und für die Ausrüstung zu sorgen. In dem Falle noch eine kleine Werbung, kleiner Werbeblock ganz kurz. Wenn jemand noch ein bisschen Geld übrig hat, an die Freiwillige Feuerwehr im Ort zu spenden, ist immer eine sinnvolle Sache. Da kommt es an und da hat jeder was davon.